Herzlich willkommen zum vierten Themenbereich. Der nennt sich Kommunikationsmodellierung. Stellt sich irgendwie grundlegend schon die Frage, warum überhaupt nochmal Kommunikationsmodellierung, wo man doch in der Geschäftsprozessmodellierung mit der BPMN schon eine Modellierungssprache kennengelernt haben, die Kommunikationsabläufe, Kommunikationsvorgänge schon sehr umfangreich und sehr exakt abbilden lässt. Punkt ist, dass hier Kommunikationsmodellierung einen gesamten Perspektivenwechsel kennzeichnen soll. In der BPMN ist es nach wie vor so, dass Kommunikationsvorgänge am Prozess verankert sind. Das heißt, das primäre Strukturierungsmerkmal ist der Prozess, die Kommunikationsvorgänge kommen dazu, die werden am Prozess angehängt. Man kann das auch radikal umdrehen, man kann den Kommunikationsvorgang an die erste Stelle setzen und das Verhalten, das irgendwelche Kommunikationsakte auslösen, dann in weiterer Folge modellieren. Und genau das werden wir im Themenbereich 4 Kommunikationsmodellierung versuchen. Das Ganze ist motiviert dadurch, dass es nicht nur gut formalisierbare Prozesse gibt, die wir von der BPMN auch kennen oder dort gerade abbilden können, sondern dass es Prozesse gibt, die in unsicheren Umgebungen stattfinden, die sehr stark in der Ausführung von vielen externen Einflussfaktoren abhängen, die aber vor allem auch von den beteiligten Akteuren abhängen. Also ein Prozess oder eine Aufgabe, die je nachdem, wer sie ausführt, unterschiedlich abläuft, je nachdem, welches Wissen vielleicht vorhanden ist, welche Erfahrung vorhanden ist. Das benötigt dann eine andere Art der Modellierung. Man kann das nicht mehr so strikt vorgegeben modellieren, wie man es üblicherweise in der BPMN machen, wo man diese Außenperspektive auf den Prozess einnehmen und versuchen, den gesamten Prozess in allen seinen Facetten, inklusive der Kommunikation mit anderen, abzubilden. Wenn wir es mit Prozessen zu tun haben, die nicht so exakt fassbar sind, dann kommen wir irgendwo an den Punkt, wo das Einzige, was noch tatsächlich normalerweise fassbar ist, weil man sich auf das einigen muss, der Kommunikationsvorgang oder die Kommunikationsvorgänge sind. Das Verhalten der einzelnen Akteure ist dann unterschiedlich. Und dann macht es eben Sinn, die Perspektive zu wechseln und die Kommunikation als primäre Strukturierungsdimension der Modelle zu verwenden. Wir werden uns in diesem Themenbereich diesem Thema ganz zu Beginn gleich mal aus konzeptueller Sicht nochmal widmen und uns die Modellierung von Kommunikation in wissensintensiven Prozessen anschauen. Wissensintensive Prozesse ist das, was ich vorhin gerade gemeint habe. Also Prozesse, die schwach strukturiert sind, die sehr stark darauf aufbauen, was die beteiligten Akteure denn wissen und das Verhalten dadurch beeinflussen. Mit der subjektorientierten Geschäftsprozessmodellierung im Thema 2 in diesem Themenbereich lernen wir dann eine Modellierungsmethode kennen, die Kommunikation tatsächlich eben als primäre Strukturierungsdimension verwendet und schauen uns an, wie dann die Modelle anders ausschauen. Wir werden sehen, das ist gar nicht so fundamental unterschiedlich wie die BPMN auf den ersten Blick, aber das Denkschema, die Vorgehensweise bei der Modellierung ist genau die umgekehrte oder fundamental andere. Und dann gehen wir den Schritt hin zur Unterstützung dieser wissensintensiven Prozesse, wo wir es denn jetzt modellieren können. Schauen wir uns in den beiden anderen Themen, die in dem Themenbereich nur enthalten sind, wie wir denn im Rahmen des Geschäftsprozessmanagements, also dieses Zyklus, den wir uns im Themenbereich 1 angeschaut haben, mit solchen Prozessen umgehen kann. Ein großes Thema ist da relativ aktuell, das sogenannte Social BPM, also die Einbindung von Werkzeugen des Social Media ins Geschäftsprozessmanagement, wo ihr eben dann vielleicht auch kommunikationsorientiert Wissen weitergeben kann, nachfragen kann mit diesen Werkzeugen und es trotzdem gleichzeitig noch in einem Informationssystem unterstützten Kontext belassen kann. Das letzte Thema geht dann nur auf die frühen Phasen des Geschäftsprozessmanagements Zyklus ein, nämlich auf die Erhebungsphase, und wir schauen uns eine Methode an, die der kollaborativen Erhebung vom Prozesswissen dient, die Ergebnisse bringt, die man wiederum entweder dann kommunikationsorientiert oder prozessorientiert aufbereiten kann. So, einsteigen da mal aber, wie schon erwähnt, mit den Grundlagen und schauen uns jetzt zuerst einmal an die Modellierung von Kommunikation in wissensintensiven Prozessen.